Beim Punktesalat gewinnt die leckerste Rohkostsammlung. 6 Zutaten, die hoffentlich gut schmecken, stehen zur Auswahl. Gelbe Paprika, dunkelrote Zwiebeln, lilafarbener Rotkohl und grüner Blattsalat. Außerdem orangefarbene Möhren und ein paar frisch geerntete rote Tomaten. Wir nehmen, was wir kriegen können? Nein, denn so einfach ist das nicht. Der Salat soll ja schmecken. Jeder hat seine Vorlieben und mag das eine oder das andere lieber auf dem Teller. Und deshalb kommt es darauf an, wie viel wir von welcher Zutat in die Schüssel tun. Ein Blick auf meine Wertungskarten hilft dabei. Viel Kohl ist super. 3 Portionen Kohl bedeutet 8 Punkte. 6 würden sogar 16 Punkte einbringen. Pro Paar Möhre und Paprika kassieren wir 5 Siegpunkte. Doch Vorsicht vor der Tomate. Minus 4 Punkte, davon nehmen wir lieber nicht so viele. Wissen aber auch, mit jeder Portion Paprika gibt es weitere 2 Punkte und genauso ist es mit dem Kohl. Es scheint so, als ob wir uns an einer Art Rezept orientieren, wenn wir uns in die Küche stellen. Stimmt aber nicht, wer braucht schon ein Rezept für einen Salat? Da gehört doch immer auch ein bisschen Improvisation dazu. Hier auf alle Fälle. Denn wir starten bei 0. Kein Gemüse, keine Karten. Jetzt geht es los. Ich nehme 2 Karten Kohl. Lea entscheidet sich für Salat und Tomate und Noah nimmt eine Wertungskarte. Während Lea und ich hoffen, für die genommenen Zutaten später die passenden Wertungskarten zu finden, macht es Noah umgekehrt. Er weiß nun, wofür er Punkte bekommt und wählt aus den jeweils 6 Gemüsekarten die für ihn passenden aus, falls sie dabei sind. Oder er nimmt eine weitere Wertung, eine, die sich gut ergänzt. Da man aber immer nur eine Wertungskarte bekommt, muss man schauen, ob sich das lohnt. Bei den Gemüsekarten darf man schließlich immer gleich 2 auf einmal nehmen. Längerfristige Planung ist bei Punktesalat kaum möglich. Das Gemüse befindet sich auf der Rückseite der Wertungskarten. Wenn 2 Gemüsekarten genommen sind, wird die Spalte sofort mit den umgedrehten Wertungskarten aufgefüllt. So ändert sich die Kartenauslage sehr schnell und man muss immer aufs Neue auf die Situation reagieren. Welche Taktik ist die richtige? Darüber muss man schon mal ein wenig nachdenken. Trotzdem ist Punktesalat ein flottes Spiel. Die Regeln sind jedenfalls im Handumdrehen verstanden. Das Spielende kommt schnell und dann muss man nehmen, was übrig bleibt, auch wenn das schon mal ärgerlich ist. Wir erinnern uns, es gibt auch Minuspunkte für manches Gemüse. Jetzt wird ausgezählt, was auch glücklicherweise nicht zu einem Punktesalat ausartet, trotz des Namens des Spiels. Kein Gemüse durcheinander, sondern klar sortiert addieren sich unsere Punkte. Ja, das ist ein Salat, der uns schmeckt.